Lass mich dir eine wichtige Frage stellen. Bist du herausragend? Es ist wichtig, dass wir unseren eigenen Antrieb bewerten, indem wir uns fragen, leiste ich wirklich herausragende Arbeit? Ich benutze das Wort herausragend bewusst. Ich frage nicht, ob du gute Arbeit leistest oder gar nur durchschnittliche oder vielleicht ein bisschen besser als gut. Nein, ich frage nach herausragend. Leistest du herausragende Arbeit? Beantworte dir das bitte mal selber. Ist deine Arbeit so gut, dass sie herausragt, dass du durch sie herausragst? Ist deine Arbeit so gut, dass sie richtig, richtig klasse und geil ist? Wenn du als Chef so eine Arbeit leistest, die herausragend ist, dann wirst du gute Mitarbeiter haben. Weißt du warum? Niemand will einen guten Chef enttäuschen. Wenn du als Angestellter eine herausragende Arbeit leistest, wird dein Chef dich nicht enttäuschen wollen, wenn er halbwegs klar denken kann. Und wenn er das nicht kann, dann brauchst du eine andere Firma. Niemand sollte irgendwo arbeiten, wo herausragende Arbeit nicht gewürdigt wird. Aber grundsätzlich gilt, wenn du herausragende Arbeit leistest, wird das auch honoriert. Wir sollten nichts Geringeres tun, als herausragende Arbeit zu leisten. Wenn du etwas Herrliches, etwas wirklich Großes aus deinem Leben machen willst, sorge dafür, dass alles, was du tust, herausragend ist. Mach aus deinem Leben ein Meisterwerk, ein wirkliches Meisterwerk. Und wie tust du das? Indem du alles, was du tust, wirklich herausragend machst. Wird dir das immer gelingen? Nein. Aber du gibst dir die größte Mühe, das zu tun, und dadurch wirst du immer besser und immer herausragender. Herausragend zu sein ist viel weniger schwer, als die meisten Menschen denken. Denn es ist im Grunde genommen nichts anderes als eine Gewohnheit. Es bedeutet auch nicht, dass du perfekt sein musst. Wir sollten nicht in die Perfektionismusfalle geraten. Wenn ich sage, ich habe jetzt für dieses Video 5 Minuten Zeit, dann mache ich meine Arbeit in diesen 5 Minuten so gut ich kann. Und für mich ist das dann herausragend. Das bedeutet nicht, dass ich jetzt über dieses Video 2 Tage nachdenke. Könnte ich es dann vielleicht noch besser machen? Weiß ich nicht. Es bedeutet einfach, dass ich in der Zeit, die ich mir setze, mein absolut Bestes gebe. Wenn du herausragende Arbeit machst, wirst du den wichtigsten Menschen in deinem Leben nicht enttäuschen. Und das bist du selbst. Du wirst ihn überzeugen, dass du ein Gewinner bist.